regelmäßig begrenzt bleiben. Aber es gibt sie eben. Sie sind Mitinitiatoren des Tages der offenen Gesellschaft. Erklären Sie uns, was das für ein Tag ist. Na, die offene Gesellschaft, die ist initiiert worden von Harald Welzer und André Wilkins, die gesagt haben, man müsste das Narrativ ändern in einer Beschreibung von so Gegenwart. Und es gibt einen Slogan, den ich sehr liebe, der, glaube ich, alles schnell erklärbar macht. Die haben gesagt, dafür ist das Neue dagegen. Es ist natürlich unheimlich schnell, gegen etwas zu sein. Es ist unheimlich schnell, ein Haus kaputt zu machen oder Leute zu hassen oder gegen etwas zu reden oder aber zu sagen, als etwas aufzubauen. Ich habe jetzt ein kleines Häuschen in Brandenburg gebaut. Ich weiß, was es heißt, ein Haus zu bauen. Ich weiß auch, was es heißt, sich äußerlich für etwas zu stellen oder für jemanden einzutreten, der selber vielleicht keine Stimme hat. Ich habe Morddrohungen gekriegt, ich habe Bombendrohungen gekriegt. Ich kenne das ganze Programm, ist nicht schön. Man will das nicht. Keiner will das. Und darum brauchen wir immer die Solidarität in der Gesellschaft. Und wir brauchen diese Art von Bewegung. Und wir müssen die Menschen, die ja dafür sind, aus ihrer Komfortzone kriegen. Und darum haben wir gesagt, dafür ist das Neue dagegen. Weil wir können ja mal an all diese Errungenschaften, woran Sie ja auch mitgestaltet haben, all die Errungenschaften, die seit 45 und dann auch seit der Wende, ne, die wir haben in diesem Land, wie Demokratie, wie Frieden, Sicherheit, Freiheit, immer noch umsonste Bildung. Man kann immer noch sein Kind zur Schule schicken und zur Universität und es ist umsonst. Es gibt Schulpflicht, es gibt Strafmündigkeit, es gibt ja all diese Dinge. Ja, und wir wissen, was wir alles noch verbessern können. Und im Moment sind wir gerade jetzt natürlich in einer sehr vulnerablen, ratlosen Situation. Das ist klar. Aber es gibt ja auch andere Gesellschaften. In England können Sie Ihr Kind, wenn Sie richtig gute Bildung wollen, was meinen Sie, was Sie da zahlen müssen? Ja. Also so, und darum haben wir gesagt, wir gründen die offene Gesellschaft basierend auf Papa, hier ist nämlich jemand, ist Harald auch da? Nee, genau, Dana Giesecke ist meine Freundin von Futur 2, die sich Gedanken macht, wie wir zukünftig leben könnten, was umweltlich und gesellschaftlich, was erfunden werden könnte. Das ist ziemlich, ziemlich brillant, was sie machen. Futur 2 sollten sie sich merken und die arbeiten natürlich auch eng zusammen mit der offenen Gesellschaft. So, und das haben wir, genau, und das haben wir also gemacht und ich bin ja da gefragt worden, ob ich da mich irgendwie engagiere und war dann halt dabei. Damals lebte auch Martin Roth noch, das wird Ihnen auch was sagen. Früher war er der Direktor der Museen in Dresden, ging dann nach London. Heute ist er bei Roger Willemsen und nicht mehr bei uns. Wir hatten nicht, also die offene Gesellschaft gibt es nach wie vor, jetzt ist es finanziell sehr schlecht um sie bestellt. Und wir hatten nicht so viel Zuspruch wie, wie heißt denn, jetzt mache ich doch mal Bashing, wie heißt denn nochmal der Schriftsteller, der Turm geschrieben hat? Sag mal schnell. Telkamp. Telkamp hat also innerhalb von 3 Wochen 120.000 Unterschriften gehabt für eine Petition mit falschen Zahlen. Wir haben ein halbes Jahr für 5.000 Freunde gebraucht. So, und das ist natürlich hart. Das ist hart. Was sagt mir das im Umkehrschluss? Oder sagen Sie es mir? Also das ganze Problem ist, dass alle, die für die ökologische Nachhaltigkeit eintreten, glaube ich, oder wir, 2 Dinge lernen müssen. Erstens, wir müssen das positiv und nicht negativ benennen. Genau. Es wird immer negativ das, benannt. Das, was wir ja versucht haben. Wir müssen das verbieten, das verbieten, umgekehrt. Wir ermöglichen das, wir ermöglichen jenes. Und zweitens, immer in sozialer Verantwortung. Ich will keine Gegner der ökologischen Nachhaltigkeit. Wenn ich ein Braunkohlenrevier schließe, muss ich mir was für die Kumpel einfallen lassen. Und kann nicht sagen, das interessiert mich nicht. Das habe ich erkannt, das ist sehr schwierig, aber es ist möglich. Und dann müssen wir wissen, es gibt jetzt eine Tendenz einmal zu einer liberalen, demokratischen, offenen Welt und auf der anderen Seite zu einer geschlossenen, egoistischen Gesellschaft mit dem Typ starker Mann an der Spitze mit immer geringeren Freiheiten. Das ist so Trump, Erdogan, Orban und das andere ist eine andere Entwicklung. Und das, was mich traurig macht, ist, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Aber eins weiß ich. Dass die andere Entwicklung, selbst wenn sie vorübergehend erfolgreich ist, letztlich eine Niederlage erleiden wird. Denn nationaler Egoismus führt dazu, dass mit dir auch keiner solidarisch ist, wenn du Solidarität brauchst. Und deshalb hält es auf Dauer nicht. Mhm. Aber vorübergehend kann es leider ziemlich erfolgreich sein. So, jetzt ist aber Schluss damit. Jetzt muss ich nämlich zu Ihrer Tochter Paula Fertig? Kommen. Ich warte gleich.
Ich habe gehört, dass sie tanzt, dass sie Regie führt, dass sie auch als Choreografin arbeitet. Also mit anderen Worten, es ist ihnen nicht gelungen, dass dieses Mädchen was Vernünftiges lernt. Die geht genau denselben Weg wie sie. Aber ich habe auch gelesen, sie hat jetzt schon eine fantastische Karriere und wird künftig eine haben. Sind Sie da ganz optimistisch? Ich glaube, auch für Ihre Tochter. Ich wünsche meiner Tochter wirklich alles Glück der Welt und allen Erfolg, vor allem internationalen. Und sie ist Regisseurin, das ist das, was sie tatsächlich ist. Und sie hat, ja, sie hat ihre erste Ausbildung war zur Tänzerin und inzwischen choreografiert sie sehr gut und hat auch Produktion studiert. Also ich finde die ganz toll, ich bewundere sie.